Willkommen zurück. Wir sind beim technischen Fachwirt. Wir behandeln hier die Frage, welche Fächer kommen vor und wie schwer sind diese Fächer? Ein Teil von vier Teilen ist die handlungsbezogene Qualifikation. Bitte schauen Sie die anderen Videos. Ich verzichte mehr und mehr darauf, die Struktur nochmal komplett zu zeigen. Im Rahmen der handlungsbezogenen Qualifikation gibt es vier Fächer innerhalb dieser handlungsbezogenen Qualifikation. Es gibt aber noch andere, wie zum Beispiel die wirtschaftsbezogene Qualifikation und noch zwei andere Oberbegriffe, also Gebiete, die dann aus Teilen bestehen. Das habe ich oft genug erklärt. Das erste Fach im Rahmen der handlungsbezogenen Qualifikation war Absatz, Material, Wirtschaft und Logistik. Absatzwirtschaft, Materialwirtschaft und Logistik, auch das kürze ich hier nur ganz kurz ab, um nur noch mal die Struktur zu zeigen. Und das zweite Fach im Rahmen der handlungsbezogenen Qualifikation ist das Fach Produktionsplanung So, Produktion kommt jetzt immer vor, wir ersetzen das durch einen Gedankenstrich. Steuerung heißt dann natürlich Produktionssteuerung. Und Gedankenstrich Kontrolle heißt dann natürlich Produktionskontrolle. Und das ist Gegenstand dieses Videos. Wir sind mittlerweile bei Teil 8 dieser Serie. Und ich erkläre in diesem Video, wie schwer, also die Serie heißt ja, welche Fächer und wie schwer. Welche Fächer habe ich jetzt noch mal kurz aufgekocht. Jetzt kommt die Frage, wie schwer. Und wenn Sie die anderen Teile dieser Serie zumindest teilweise kennen, dann wissen Sie, dass ich hier mit einer Skalierung arbeite und sage, es gibt, sagen wir mal, hier ist so ein Nullpunkt und dann kann das gehen in Richtung weiches Fach, W, oder hartes Fach. Und wir haben gesehen, Absatzwirtschaft zum Beispiel lässt sich hier irgendwo einordnen bei den weichen Fächern. Produktionsplanung und Produktionsplanung, Steuerung und Kontrolle ist ein hartes Fach. Hart bedeutet jetzt nicht im Sinne von schwer, denn das ist ja immer die Frage. Es gibt Leute, es hat ein bisschen mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun oder sogar ein bisschen mehr. Es gibt Leute, die kommen mit den Laberfächern. Diese weichen Fächer kann man auch nennen Laberfächer und ich habe oft erklärt, das ist nicht negativ gemeint. Und die harten Fächer kann man oft auch nennen Rechenfächer oder aber juristisch durchsetzte Fächer. Das meint hart. Hart meint nicht unbedingt schwer. Denn es kann sein, dass man von seiner Persönlichkeitsstruktur eher mit logischen, strukturierten Dingen klarkommt, mit Zahlen klarkommt, als mit diesem eher schwammigen. Jemand, der eher in diesem Bereich hier ist, von seiner Persönlichkeitsstruktur, hat mit diesem Bereich hier seine Probleme und umgekehrt. Also Produktionsplanung, Produktionssteuerung und Produktionskontrolle ist eher einzuordnen bei den harten Fächern. Es ist logisch, nicht psychologisch. Und es hat sogar teilweise zu tun mit Zahlen. Nicht überwiegend. Ich würde mal sagen, vielleicht 20%. Das Thema innerhalb von Produktionsplanung, Steuerung und Kontrolle heißt nämlich Arbeitsbewertung, kann man auch nennen Arbeitsplatzbewertung und Entlohnung. Und damit sind Sie beim Geld und damit sind Sie bei Zahlen. Nicht, dass man da besonders viel rechnen muss, aber die Grundlage sind hier natürlich Zahlen, ja, bei der Entlohnung. Und auch bei der Arbeitsbewertung erarbeitet man teilweise mit mathematischen Modellen. Wenn ich sage Zahlen, weiß ich, viele kriegen wir die Panik. Es bewegt sich im Rahmen der vier Grundrechenarten. Ja, aber da bewegt es sich nun mal. Hier ist es Addition und Multiplikation vor allem. Ja, so, das ist Produktionsplan, Steuern, Kontrolle. Und ich will auch nicht verschweigen, es ist logisch, es hat mit Zahlen zu tun, so mit etwa 20% Anteil. Und es ist juristisch. Allerdings ist der Anteil auch hier nicht besonders groß, deswegen setze ich das auch mal in Klammern. Es sind vielleicht 10% maximal.
Ein Teil dieses Themas sind nämlich auch die Schutzrechte für das, was man produziert hat, so wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, die Marke und, und. Ja, also auch das spielt hier eine Rolle im Rahmen dieses Gebiets Produktionsplanung, Steuerung und Kontrolle. Ich denke, für den technischen Fachwirt ist dieses Gebiet durchaus sehr nah an seiner Lebenswirklichkeit. Er wird sich hier relativ viele Dinge vorstellen können, weil er einfach schon Bezugspunkte im Kopf hat, weil er sich mit Maschinen auskennt. Denn die Produktionsplanung ist natürlich heute eine Planung von Maschinen, völlig klar. Ja, da geht es also nicht mehr um Handarbeit wie zu früheren Zeiten, sondern hier geht es darum, teilweise hochautomatisiert mit Maschinen zu arbeiten. Und da gibt es zumindest von der technischen Seite für den technischen Fachwirt, den angehenden technischen Fachwirt, einige Bezugspunkte. Er kann sich hier die Maschinen sehr viel besser vorstellen als so mancher Betriebswirt. Okay, das zum Thema Produktionsplanung, Steuerung und Kontrolle. Das war Teil 8. Im nächsten Teil, Teil 9, gehen wir dann hier auf das dritte Gebiet im Rahmen der handlungsbezogenen Qualifikation ein. Das Thema heißt Qualitäts- und Umweltmanagement und Arbeitsschutz. Bis dahin alles Gute, Marius Ebert.